Mein lieber Jan, freue mich sehr, dass du drauf bist. Sehr schön. Von Damen und Herren kann noch keine Rede sein. Ich will hoffen, die Treffen trudeln noch ein hier. Hatte dich gestern ja erwartet, aber du wirst gute Gründe gehabt haben. Und wirst dir vielleicht den Stream noch später angucken. Ja, prima. Da warte ich jetzt noch einen kleinen Moment. Da war noch ein sehr, sehr netter Freund, der auch noch mal reinkommen will. Ich habe nämlich jetzt den Stream noch mal gestartet, nachdem eine halbe Stunde vergangen war und ich hier mit Smalltalk mich versucht habe, über die Runden zu bringen. Und ansonsten, ja, das ist schade, aber nicht zu ändern. Du musst ja hier keine Erklärung abgeben, ja. Aber ich hatte mich schon gefreut, aber da bist du heute drauf. Und ich schlage vor, wie ich das auch schon gesagt hatte, ich werde mein Thema jetzt hier abhandeln, dass das über die Runden kommt. Und danach, wenn du Zeit und Lust und Muße hast und nicht vorher schon die kalte Füße gekriegt hast oder die Geduld verloren hast, da würden wir dann mal so ein bisschen uns dir zuwenden, ja, und hier so ein Frage-Antwort-Spielchen anpfeifen. Aber jetzt will ich erstmal doch relativ straff hier das Thema durchziehen. Das klingt eigentlich wieder reiner Horror, ja, aber wie gesagt, es kommt mir darauf an, diese Berlin-Geschichte jetzt hier fertig zu machen. Deswegen auch heute. Oh. Ja, aha. Ja, Mensch, also, das ist, wisst ihr, du machst ja auch große Sorgen um Carlo, da es nicht seine Art ist, sich nicht zu melden. Und seit Montag hat er sich nicht mehr gemeldet. Ja, ich weiß gar nicht, ob er ist doch verheiratet, ob man da nicht mal an die Frau rankommt, um eine Information zu bekommen. Ja. Aber das, ich weiß nicht, wie ihr miteinander oder zueinander steht, auf welche Art und Weise ihr Kontakt habt. Ja. Aber also, so wie ich ihn hier erlebt habe, wollte er ja auch hier bei mir auf dem Kanal richtig schön Marken setzen, ja. Und also, dass er dazu nicht, ja, man muss ja annehmen, nicht in der Lage ist, ja. Ja, 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 klar, hat ja deine Nummer, nicht? Und aber zu einem Anruf, zu einem, wenn man also dazu nicht in der Lage ist, ja, dann hört sich das nicht so gut an, ja. Und ja, wir wollen das Beste hoffen, nicht? Aber mir lässt das auch keine Ruhe. Und wie gesagt, weil diese Anzeichen, diese Beschwerden, die er gehabt hat, die habe ich ganz genau selbst auch gehabt, ja. Und Jan, so gut kennen wir uns noch nicht, ja. Also das ist jetzt nicht angebracht, dass ich da eingreife hier in das Geschehen. Ich denke, dass wir auch, wir müssen das ja jetzt nicht erzwingen. Ja, du musst jetzt auch nicht mit Brachialgewalt versuchen, an ihn ranzukommen, denn er wird schon, wie ich ihn einschätze, mit Sicherheit also da wieder auf den Plan treten, wenn er das kann, wenn er dazu in der Lage ist und Difthocken 35, das sagt mir nichts, der hat kein Smartphone, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das heißt mit anderen Worten, der hat gar kein Telefon, wenn der unterwegs ist. Na, das ist ein Ding. Das, Mensch, also das ist ja der Hammer. Ja, das ist ja der Hammer. Also ist er praktisch nur unter Festnetz erreichbar. Na, das ist ein Ding, du.
Diftoken 35, das sagt mir nichts. Ja, gut. Ich denke, Jan, wir lassen es erstmal damit gut sein und haben mal die Hoffnung, dass er hier wieder auftaucht und mit seiner Aha, hat ein Handy mit Tasten. Aha. Jan, ich werde dir, was er geschrieben hat in den Chat, ja, das werde ich dir in einen deiner Kommentare schreiben. Du hast mir ja verschiedene Kommentare, vielleicht schreibst du jetzt auch einen zu dem ersten Teil dieses Berlin, dieser Berlin-Story. Und da werde ich dir wirklich das reinschreiben, was er im Chat geschrieben hat. Ja? Und das hatte ich ja meiner Tochter geschickt. Und ja, aha. Ja. Ach so, ja. Du bist ja in Berlin. Das ist klar. Das ist, ach ja, da ist er in Hamburg. Da kann man nicht mal so schnell diesen und jenen und dies und das machen. Das ist noch nicht gerade jetzt hier über die Straße, ja. Trotz moderner Kommunikationsmittel. Ja. Also ich schicke dir mal diesen. Oh, ich bitte dich, Mensch, Jan, hast du nicht? Also du bist, musst dringend hier mein Stream dir anhören, da geht es doch um Berlin und meine Zeit in Berlin. Und ich war nicht nur einmal in Berlin, sondern verdammt oft sehr viel in Berlin. Also, das geht alles aus meinem Livestream hervor. Und schau dir den mal schön an. Und jetzt wirst du den zweiten Teil vom Livestream hören, der also ausschließlich um Berlin geht und um meine Person. So, dann lassen wir das erstmal ruhen. Ich schicke dir das, was der Carlo da noch gesagt hat, geschrieben hat, besser gesagt. Ja, das ist sehr aufschlussreich. Er schrieb, dass er einen Arzt aufsuchen möchte und um Verständnis bittet, dass er jetzt abbricht. Ja, er hat Beschwerden und will also wohl konnte nicht weitermachen oder wollte nicht weitermachen. Nee, also Jan, der Axel ist ein netter Kerl. Und lass doch mal, ist doch nicht so schlimm. Ach so, na gut, das im heutigen Berlin. Hör mal, lass erst mal das ruhen mit dem heutigen Berlin. Ja? Wenn ich jetzt darauf eingehe, dann kriegt das wieder eine Eigendynamik und ich komme ums Verrecken nicht dazu, hier mein Thema abzuarbeiten. Ja, aha. Wenn du das als erbaulich ansiehst, wenn du den Kameraden triffst, also ich hätte, muss ich da ganz ehrlich sagen, keinen Bedarf, den Mann zu treffen. Und schon allein der Bundestag, ja, schon alleine die Glaskuppel nervt mich, ja. Architektonisch ist das natürlich eine unwahrscheinlich tolle Sache, das versteht sich von selber, das ist also eine architektonische Meisterleistung, diese Kuppel. Aber die Kuppel ist ja aus Glas. Zum großen Teil. Und viele Landtage oder auch es sind auch aus Glas. Und diese Glasgebäude, auch hier im Erfurter Landtag, die sollen ja demonstrieren, ja, Durchlässigkeit. Wir sind durchlässig. Wir tagen nicht in Hinterzimmern und treffen unsere Entscheidungen über euch, sondern wir sind offen. Ihr könnt reinschauen, sogar hier in unseren Landtag, in unseren Bundestag, von oben sogar, könnt ihr runter gucken, ja. Ihr könnt reingucken. Also wir sind offen, wir sind eine demokratische, offene Gesellschaft und demonstrieren das, indem jedes Gebäude, was wir bauen, ja, aus Glas ist. Mensch, Jan, mich kannst du nicht verarschen. Ja, nicht ich weiß, wie man in Hinterzimmern miteinander
Entscheidungen trifft, auch wenn man nach außen hin sich Millionen Gebäude aus Glas hinstellt. Ich bin überhaupt kein Fan von niemandem, ja? Ich bin von keiner Partei der Fan. Ja. Ja klar, musst du dich bedeckt halten. Das könnte dir sonst den Kopf kosten. Ja, ich kann eine große Schnauze haben als Rentner hier, der längst aus dem Berufsleben ausgestanden ist. Ja, ja um Gottes Willen, ja, SPD-Wähler, ja, ich könnte dir jetzt eine Abhandlung über die SPD halten, ja, von 2 Stunden. Da würdest du also nur staunen. Also die SPD ist das Allerletzte, ja, in meinen Augen. Was die sich schon, ich will nicht deutlich werden, ja. Und jetzt beweist sie ja wieder täglich, ja, wie sie sich anderen Kräften unterordnet. Ja, und dieser Bundeskanzler, Menschenskinder, wen ich wähle, oh, zum Gottes Willen, das kommt ja einem, das, Jan, das kommt ja einem, also das wäre das Letzte, was ich hier von mir geben würde, was und wen ich wähle, ja. Also, aber ich wähle, das kannst du wissen, ja. Aber das ist ja nichts für einen offenen Kanal. Ja, das fehlt mir noch, dass man mich hier politisch festnagelt. Ja, also ich bin hier nach allen Seiten offen. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, das sind keine Parteien, sondern das sind Persönlichkeiten. Ja, selbst als Individualist, der niemals einer Menschenmasse hinterhergelaufen ist, auch zu DDR-Zeiten nicht. Ja, da bin ich meinen eigenen Weg gegangen, war selbstständig nach mehreren Jahren als Angestellter und habe mich selbstständig gemacht in der DDR mit allergrößten Schwierigkeiten, um meinen Individualismus zu leben, auch beruflich und privat. Und deswegen ist jede Art von Partei und Massenpartei erst recht, nicht wahr, für mich unmöglich, undenkbar, dass ich jemals einer Partei beitreten würde. Die Stimme, die kannst du alle 4 oder 5 Jahre abgeben. Und das kannst du ändern. Nicht? Wenn du also dann nicht zufrieden bist, gibst du einer Partei die Stimme. Aber wenn du einer Partei beitrittst, da kommst du nicht so ohne weiteres wieder raus. Ja, wenn du Individualist bist, richtig. Wechselwähler, so ist das. Und Wechselwähler zu sein heißt nicht, ja, charakterlos zu sein, sondern das heißt, die Partei, deren Thesen ich heute zustimme, kann ja ihre Thesen ändern und dann stimme ich natürlich für eine andere Partei, ja, weil die meine Auffassung dann eher vertritt. Das ist also für mich ein ganz natürlicher Prozess, wenn jemand sagt, ich wähle alle 4 Jahre eventuell eine andere Partei. Nee, mit Sicherheit nicht Tierschutzpartei. Nein, das mache ich nicht, ja. Also, und hör mal, du kannst mich jetzt auch nicht locken, ja, dass ich hier eine kleine oder eine große Partei wähle, das sage ich dir nicht, ja. Also dir würde ich das schon sagen, aber nicht den Leuten, die hier mithören. Ja. Wir haben schon wieder 7 Leute, die hier als Zaungast mithören. Ja. Ich sehe das nämlich hier in der Statistik. Nicht? Und da weißt du nicht, wer hier irgendwie von Horsch und Guck ist, ja, vom Verfassungsschutz, die jetzt hier sozusagen die auf der Spur sind und darauf warten, dass du irgendwas Falsches sagst. Gell. Spaß muss sein, so schlimm wird es nicht sein. Du hast ja unter Beweis gebracht, dass du hier staatstreu bist, sonst würdest du nicht jeden Abend hier Nachrichten erzählen. Ja. Ach nee, nicht erzählen, sondern neuerdings, oh ja, das sind ja keine Nachrichten, das sind ja Moderationen, die du machst. Vorsicht, also du liest ja jetzt nicht die Nachrichten vom Blatt ab, sondern du führst ja Interviews und so weiter. Es geht ja weit darüber hinaus. Also, ich wähle schon, ja.
Ja, klar. Naja, natürlich nicht. Ja, das ist natürlich ganz klar, dass ich sowas nicht wähle. Und das versteht sich ja von selbst nicht. Das geht ja auch, wenn du meine Streams hier aufmerksam verfolgst, geht das auch aus meiner ganzen Vergangenheit hervor. Und dessen Mutter drei Brüder im Krieg verloren hat. Ja, der Jüngste war 18 Jahre, der Lieblingsbruder meiner Mutter, ich habe es gestern erzählt, der zwangseingezogen worden ist und in Russland gefallen ist. Ja, und da warte, ich komme gleich drauf auf die RTL-Direktsendung. Der wird mit Sicherheit mit Nazis nichts mehr zu tun haben wollen. Ja. Bei Smolensk ist der jüngste Bruder mit 18 Jahren gefallen. Ja, man muss sich das vorstellen. Die anderen beiden Brüder meiner Mutter, die auch gefallen sind, haben noch nicht mal ihre Mädels, ihre Kinder kennengelernt. Und diese, meine Cousinen sind das, ja. Die sind in Leipzig jahrelang im Haus der Großeltern groß geworden. Die sind auch im Erwachsenenalter geschädigt gewesen, teilweise krank geworden, weil sie auf den Vater verzichten mussten. Es war nämlich ein Unterschied, ob ein Kind nach dem Krieg groß geworden ist mit einer alleinstehenden Mutter, mit Kind ohne Vater oder heutzutage. Heute ist das zwar auch noch schwer, wenn eine Frau ein Kind großziehen muss alleine, aber die schafft das. Der Staat gibt da gute Voraussetzungen. So, und ja, dieser Tapetenwechsel, wie gesagt, Jan, und diese Sache, ja, was ich sage zu deiner Sendung RTL Direkt, ganz großartig, ja, ganz großartig. Es ist, dass du eben jetzt, wie ich sagte, der Nachrichtensprecher, du kannst mich, oder ich bitte, dass du mich korrigierst. Der Nachrichtensprecher bekommt eben die Nachrichten, die er mehr oder weniger zu verlesen hat. Da gibt es ja nur ganz enge Spielräume für einen Nachrichtensprecher oder Nachrichtensprecherin der eigenen Interpretation. Was heißt, da gibt es überhaupt keine Spielräume für Interpretationen. Ja? Und gerade das darf ja ein Nachrichtensprecher nicht. Er darf nicht interpretieren. Er hat gefälligst die Fakten dazu bringen und mehr nicht. Und hier aber in der Sendung RTL Direkt gehst du ja über dein, ich hätte bald gesagt, Job als Nachrichtensprecher hinaus, indem du Interviews führst. Und in dem Moment kannst du dich, was heißt kannst, bringst du dich ja auch ein als Journalist. Das ist eine journalistische Tätigkeit, das muss ich dir ja nicht sagen, das weißt du ja selber. Ja? Und in dieser Eigenschaft oder damit, ja, das ist natürlich auch ambivalent. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du in der ARD natürlich nicht das mehr finden konntest, was du wolltest, nicht? Und ja, wenn du das als Tapetenwechsel bezeichnest, das klingt meines Erachtens schon ein bisschen harmlos, ja? Wo ist Carlo? Ja. Oh, du bist sogar. Ja, jetzt kommt aber natürlich. Oh, jetzt beginnt langsam der Schweiß bei mir. Ja, als Sprecher warst du total unfrei und musste machen, was man mir sagt. Ja, meine Kollegen von Hamburg Journal und Tagesthemen hatten es da besser. Ja, natürlich. Nee, die haben es nicht besser gehabt. Und also da habe ich jetzt was dazu zu sagen. Du hast jetzt da oben so freudig erregt, was von Leipzig, das ist ja irre, weißt du, da die Story, Fragezeichen, Fragezeichen, Uhu, Carlo, hi, hi, hi,
Ist er etwa jetzt hier aufgekreuzt und hast du Kontakt mit ihm? Aber zurück jetzt erstmal zu deiner. Jetzt lässt du die ganze Kanonade an Grüße los. Wollen wir hoffen, dass die alle mit hier von der Partie sind, ja? So, aber pass auf, was ich dir jetzt sage. Ja, wieso Schweiß? Das kann ich dir sagen. Als Nachrichtensprecher wärst du, als einer, der in der Diktatur der DDR gelebt hat, also einen politischen Wechsel erlebt hat, weiß ich, wovon ich rede. Nichts ist so sicher oder so unsicher wie ein politischer Wechsel. Und da kann man als Nachrichtensprecher natürlich immer sagen, ich habe ja nur die Nachrichten gesprochen, ja. Aber als Interpret, als Moderator, ganz sogar, wie du hier schreibst, einer Sendung, als Autor einer Sendung, bringst du ja eigene Gedanken ein. Und diese Gedanken sind politischer Art, mein lieber Jan. Ja, und dafür könnte man eines Tages, wie soll ich das nennen? Ja? Ich sag's lieber nicht, ja? Ich sag's lieber nicht. Und du musst dir das mal vorstellen, ich werde demnächst eine Würdigung machen über eine Persönlichkeit, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe. Es wird eine Würdigung sein von über Werner Höfer. Ich habe als junger Mensch, als 14-Jähriger, durch den internationalen Frühschoppen so unendlich viel gelernt. Und dieser Mann hat sich um Deutschland und um die Bevölkerung in Westdeutschland und im Ostdeutschland verdient gemacht. So, und hat durch seine Art, durch seine journalistische Arbeit, hochkarätigster Art. Na, wenn das dein Lebenstraum ist, die beiden einzuladen, na, also da, ich muss dir sagen, da würde mir was anderes einfallen. Da würden mir ein paar andere Personen einfallen als ausgerechnet die beiden. Ja, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Jetzt bin ich aber enttäuscht, dass das dein Lebenstraum ist. Nicht? Kanzler Scholz und Lauterbach, na hallo. Nicht? Also im Gegenteil, ich würde mich da, sage ich lieber nicht. Ja, also ein kurzes Wort noch. Und dieser Mann, der sich verdient gemacht hat um die politische Bildung nach dem Zweiten Weltkrieg, Werner Höfer, in jeder Sendung am Sonntag hat er in seinem internationalen Frühschoppen mit hervorragenden, intellektuellen, tollen Journalisten aus mehreren Ländern, ja, hervorragend kommuniziert und hat Deutschland sozusagen im Ausland wieder, auch wenn nur im westlichen Ausland, den nötigen Respekt verschafft. Und dann trat ein Denunziant auf den Plan und hat diesen Mann denunziert und hat dem die journalistische Vergangenheit vorgehalten, bei den Nazis. Und jeder, der in der DDR gelebt hat, wusste, wie schnell man da hineingerät. Und als Journalist konntest du, wenn du mit den Nazis nicht zumindest einigermaßen dich ins Benehmen gesetzt hast, deinen Kopf verlieren. Und das hat dieser Denunziant nicht dazu gesagt. Also es wurde nur gesagt, Werner Höfer hat Leitartikel geschrieben in der Nazi-Zeit und so weiter. Und der ist untragbar hier für die Bundesrepublik, dadurch, dass er sich sozusagen mit den Nazis damals solidarisiert hat. Dass der aber dazu gezwungen war, ja, diese Stellung zu beziehen und dass der einfach, um zu überleben, nicht da rausgekommen ist. Der hatte schon während der Nazi-Zeit einen gewissen Bekanntheitsgrad und die haben natürlich die Nazis und Goebbels an der Spitze gerade die Leute an die Kandare genommen
und sich verpflichtet. Also Werner Höfer konnte sich dem gar nicht entziehen. Und daraus wurde ihm nun ein Strick gedreht. Der Mann ist aber sowas von geschädigt worden. Nicht? Er hat ja auf Campensüde immer Urlaub gemacht. Da war er der ungekrönte König und so weiter. Den hat man nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Man hat es geschafft, den Mann fix und fertig zu machen, der Gesellschaft zu diskriminieren, zu diskreditieren. Ja. Und keiner hat sich vor ihn gestellt, hat sich für ihn stark gemacht von den zahlreichen Persönlichkeiten. So, jetzt gucke ich mal, was du geschrieben hast. Nee, 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 das hat mit Ossi überhaupt nichts zu tun, mein lieber Jan. Denn wir haben den internationalen Frühschoppen jeden Sonntag gesehen und gehört zum Mittagessen. Das gehörte bei uns dazu wie der Gang in die Kirche. Und ich habe so viel gelernt, weil Werner Höfer nach allen Seiten hin informiert hat, weil er allen beteiligten Journalisten gegenüber freundlich, nett, offen und herzlich zugetan gewesen ist. Und das kam von innen. Das war nicht aufgesetzt. Werner Höfer war ein Weltgeist. Der war also, das war kein festgelegter, eingleisiger Journalist, ja, der also mit Scheuklappen hier sein Ding macht. Aha, na gut, das versöhnt mich jetzt, dass du sagst, pass auf, ich träume davon, große Politiker zu treffen, nicht weil ich sie mag, sondern weil ich ihnen endlich die Fragen stellen will, die die anderen Medien nicht stellen. Das gefällt mir. Jetzt hast du bei mir Pluspunkte gemacht. Hier, zweiter Mensch, Jan, das ist geil. Jawohl, Mensch. Frag die Leute aus, dass sie, jawohl, so muss das sein. Du sollst ihn nicht lieben, sondern du sollst ihn die Wahrheit rausreißen. Du willst mir ja mal ein Zeichen des Grußes geben, ja. Aber du nicht sagen, ich muss ja das Zeichen des Grußes auch bemerken, gell? Wenn das zu unauffällig ist, da kriege ich ja den Gruß gar nicht mit. Ne? Aber du kannst ja nur nicht sagen, hallo Wölfi, wie geht's in Erfurt, ja? Ja, wenn ich einleiten würde, das sage ich dir nicht. Ja? Und das kannst du auch nicht machen. Das würde dein Sender nicht mitmachen, mein Lieber. Ja? Und die kommerziellen unterscheiden sich schon von den öffentlich-rechtlichen und RTL natürlich immer schon. Aber den oder die, die ich auf dem Rohr hätte, ja, die ich einleiten würde, die würde dein RTL-Chefredakteur mit Sicherheit auch nicht einleiten. Das würde den Kopf und Kragen kosten. Noch vor dir, ja. Da wäre er schon abgesägt, da hättest du das noch gar nicht in Erfahrung gebracht. Wenn der die Leute einleiten würde, die ich einleiten würde. Nee, die kannst du nicht. Nicht Schäuble, mein lieber Mann, nein, lieber Mann, du. Hör mal, von dem habe ich auch mehr erwartet. Ja, gerade nachdem er jetzt hier im Ruhestand ist. Und normalerweise lassen die Leute alle die Hosen runter, wenn sie im Ruhestand sind. Aber der nicht, ja. Der hat verdammt viel mit zu verantworten unter den 16 Jahren der Kameradin, ja. Und da ist auch unbedeutend, dass er sich in vielen Punkten da als Einzelkämpfer dargestellt hat, um sich zu profilieren da vor der großen Chefin. Ja. Aber am Ende war der brave Finanzminister bis zum Schluss. Ja. Und was der auch aktuell geäußert hat in letzter Zeit, das ist, muss ich wirklich sagen, das zeigt nicht
Der Mann ist intelligent, aber nicht klug. Ja? Also der lad ihn ein in Gottes Namen, aber der spult da sein Zeug ab und du kommst nicht ran an den. Das ist viel zu glatt. Ja? Und du bist viel zu anständig, als dass du den an der Eier fasst. Ja? Das kannst du nicht, das darfst du nicht. Da kriegst du entweder deinen Chefredakteur auf dem Hals oder andere. Und das ist es nicht wert. Ja? Das ist kein Partner. Das ist kein Partner. Nee, nee, nee. Wie heißt die Kameradin? Linda. Aha. Jan, also das ist ja eine Gratwanderung. Weil du jetzt ausgerechnet in dieser politisch instabilen Zeit eben die Entwicklung vom Nachrichtensprecher zum Moderator durchgemacht hast. Ich behaupte, eine unglücklichere Zeit kann es eigentlich im Moment gar nicht geben. Ja. Und ich möchte dazu aber jetzt nicht mich näher äußern. Ich habe dir ja gesagt, es darf nicht sein, dass ich hier in einem öffentlichen Stream dich konfrontiere mit Auffassung, Gedanken, Fragen und so weiter, die dich in die Bredouille bringen könnten. Ja? Ich muss also hier vorsichtig sein, wo ich Kritik übe. Ja? Und wo nicht, ich kann zwar sagen, Schäuble ist nicht mein Ding, ja? Das darf ich und da kann mir keiner am Strick draus drehen. Ja? Und wenn du den einlädst, naja, gut, ja, er ist aber Hinterbänkler, ja. Das ist für mich gleichbedeutend mit Ruhestand, nicht? Wenn er ab und zu mal da hinten, aber die Kamera geht auf ihn kaum noch drauf, ja. Zumindest nicht die offizielle Kamera des Bundestags, die Technik, ja. Nein, sage ich dir nicht. Da kannst du noch so viele Fragezeichen dahinter machen. Ja, du kannst den nicht oder die und den. Also wir wollen doch mal jetzt hier die Sache männlich und weiblich anlegen, damit hier keine Einseitigkeit besteht. Damit befinde ich mich ja auch hier im neusprachlichen Bereich. Also Männer. Innen, Männer und innen, ja, Mann und innen. Nee, 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 nee. Ich kann es nicht sagen. Du kannst der oder die nicht einladen. Das gestattet dir deine oberste Heeresleitung nicht, dein Redaktionschef oder Redaktionsleiter oder wie man das nennt bei RTL. Linda, aha. Ex-AD-Tagesschau-Sprecherin Linda, warte mal, ist gerade hier so ein. Ja, der Gruß an deine liebe Frau geht zurück. Herzlichen Gruß. Sonntagsgruß an deine liebe Frau, Jan, ja. Ja, das ist schlimm. Na, das muss nicht unbedingt Putin sein, aber, nee, warte mal. Ja, Linda Z heißt die Kameradin von der ARD-Tagesschau-Sprecherin Linda Z. Da muss ich meine Frau fragen, die kennt sich da mit den ganzen Kameradinnen aus. Ja. Und, aber, also, das ist, habt ihr denn, sagen wir jetzt, eine ganz intime Frage, habt ihr heute zum Sonntag selbstgekochtes gegessen, was deine Frau oder du zubereitet haben? Ja, bitte mal um Antwort. Was wurde heute gegessen zum Sonntag? Mittag. Ah, siehst du, die hat sie ist bei Pro 7. Aha.
Da werde ich mal meiner Frau das sagen. Und Linda, die weiß sofort damit, was anzufangen. Die hat auch gewusst, warum sie weggeht, sicher, ja. Die wird gute Gründe gehabt haben, wie du auch, ja. Und nach China, oh, das ist interessant, Mensch. Also das ist hochinteressant. Und ja, und da, aha. Oh, klasse. Siehst du, ihr habt zusammengekocht. Oh, ah, siehst du, ich hab's doch gewusst, dass die als Vietnamesin ab und zu mal, dass sich nicht nehmen lässt, am Kochtopf zu stehen, ja. Ah, und nicht nur immer Pommes frites hier und mit Hot Dogs und Zeug, sondern da gibt es was Selbstgemachtes und du warst mit von der Partie, ja. Ah ja. Ja, er hat sechs Vornamen. Carlo hat sechs Vornamen. Und das hat mir da das Alpenpanorama verraten. Ist ja auch ein guter Freund von dir, in Anführungszeichen, ja. Der will mir seinen Realnamen nicht nennen, der Hund. Ja. Und Axel hat ihn jetzt Alpi genannt, ja. Und er hat gesagt, wenn du mich nochmal nach meinem Namen fragst, da komme ich nie wieder hier bei dir auf den Kanal, hat er mir gedroht. Gell? Und hat aber gesagt, Carlo hätte sechs Vornamen und da habe ich recherchiert, warte mal. Und bin dahinter gekommen, wie die Vornamen heißen. Ja, siehst du, er geht viel essen. Ja, das ist von Berufs wegen ja wahrscheinlich gar nicht anders möglich. Also, einmal hast der Karl mit C geschrieben, das ist natürlich seinem Vater geschuldet. Der heißt ja Karl, hieß Karl. Dann Ferdinand, Hans-Joachim, Franz und Friedrich. Und da habe ich mir so gedacht, unser Freund Alpenpanorama ist ja ein blutjunger Bursche von 18 Jahren. Und da wird ja die Mutti nicht ihn damals Franz oder Friedrich genannt haben. Ja, Ferdinand vielleicht, das ginge schon eher. Aber ist auch auszuschließen, Karl eigentlich auch, also kann man eigentlich nur noch Hans-Joachim heißen. Er hat das bestritten und hat gesagt, auch heute würden die Kinder noch Franz genannt werden. Ich bezweifle das. Ja, also Alpenpanorama, wie kann man nur sowas gucken, ja? Und hier mein Freund Alpenpanorama, das ist ja der Obermacher in Alpenangelegenheiten. Aber der ist trotzdem ziemlich breit gebildet, so jung wie der Kerl ist. Ja, das sieht man dir auch an, Jan, dass du dich fit hältst, körperlich. Und wahrscheinlich ist auch deiner jungen Frau geschuldet, gell? Nee, ich glaube, das würdest du sowieso machen. Weil dein Stamm hier, deine Familie, die ist wahrscheinlich so ein bisschen so von der körperlich kräftigen Art. Ja. Axel, da ist er ja. Axel, dein bester Freund Jan ist da. Vertragt euch, sonst gibt es von mir Backpfeifen mehr. Also Jan, der Axel ist ein ganz lieber, netter Kerl. Und du natürlich auch, Jan. Also bitte, seid lieb zueinander. Axel, grüß dich recht herzlich. Ich bin noch nicht zum Thema gekommen, weil der Jan hier alles an sich reißt. Aber ich freue mich ja darüber. Und wenn das Thema heute wieder nicht abgefackelt wird, dann eben das nächste Mal, ja. Denn morgen, ja, oder übermorgen. Was passt gut zu ihm? Hans-Joachim, ja? Hans-Joachim meinst du? Ja. Ach nee, Karl gehört zu den meist vergebenen Vornamen im letzten Jahr. Oh. Siehst du, deine Frau legt viel Wert auf körperliche Fitness. Aha. Also bitte, Axel, jetzt keine komischen Fragen, gell? Sonst gibt's von mir eine Schelle. Also, Axel, reiß dich ja am Riemen.
So, ja, ich wollte gerade sagen, Jan, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich in der Vorbereitungszeit wesentlich aufwendiger, als Moderator tätig zu sein, als wie eben nur in Anführungszeichen als Nachrichtensprecher, kann ich mir vorstellen. Ja. Da sind natürlich Recherchen notwendig und Rücksprachen und Vorabgespräche mit dem Interviewpartner und. Soweit ich das aus meiner unbedeutenden Position aus einschätzen kann. Ja. Aber hier, die Frau ist fit und legt Wert auf Körper. Gott sei Dank legt meine Frau nicht auf körperliche Fitness. Wir sind beide absolute Bewegungsmuffel und haben uns gesucht und gefunden. Deswegen haben wir ja auch schon längst goldene Hochzeit hinter uns gebracht, weil wir beide also Bewegung hassen, abgrundtief hassen. Wir sind allerdings jetzt auch keine fettleibischen Typen. Ich wiege zum Beispiel nur 120 Pfund, ja. Also ich bin also fast so, aber das ist gesundheitlich ein bisschen bedingt. Und meine Frau hat normales Gewicht, ja. So, ja, doch, da glaubt ja alles der Axel. Da hält sich jetzt auch zurück, ja. Ja, also das. Aha, Ferdinand. Ja, das würde zu ihm passen. Da hast du recht, Jan. Ja, Ferdinand würde zu ihm passen. Aber ich hole das noch. Ich hole das. Nein, die raucht nicht. Jan, meine Frau raucht nicht. Die hat noch nie in ihrem Leben eine Zigarette angefasst. Ja, auch nicht in der Zeit, wo Rauchen noch gesellschaftlich sozusagen verlangt worden ist. Ja, ohne gesellschaftlich diskriminiert zu werden. Selbst in dieser Zeit hat die nicht geraucht. Ja. Also ist er ganz eisern und um nicht zu sagen stur. Ja. Also ums Verrecken hat die noch nie eine Zigarette. Na doch schon mal, aber nur mal so gepafft. Ja. Du hast aufgehört vor 10 Jahren. Da warst du, na, da hast du aber auch schon ganz schön eine ganz schöne Lebensstrecke hinter dich gebracht. Aber ich weiß ja nicht, wie viel du geraucht hast. Ich habe 3 Schachteln geraucht. Das musst du dir mal vorstellen. 60 Zigaretten pro Tag. Und das war auch ein Kostenfaktor, sogar zu DDR-Zeiten. Ich habe zu DDR-Zeiten die teuerste Sorte geraucht. Duett. Format 100, sau teuer, ja, die waren aber die leichtesten Zigaretten, aber trotzdem Nikotin drin, ja, hat mich vom Infarkt nicht bewahrt, ja. Na, um Gottes Willen, der raucht doch nicht, das Alpenpanorama, trinkt nicht, raucht nicht, vögelt nicht, gell. Das weiß ich nicht, das Letztere. Er hat aber erzählt, da habe ich gelacht, ja, dass sein Opa mit 90 sich gerade noch einmal verliebt hätte. Ja. Ich lag den Tisch. Ja. Und das hat doch nicht mal Goethe geschafft. Ja. Ich habe die bestimmt nicht. Das kann ich dir sagen. Also ich werde die 80 noch nicht mal erreichen. Das kannst du wissen, du. Ich nehme immer mal ab hier. Ich bin bald so dünn wie so Buchenwaldsträfling. Ich mache keinen Spaß. Gell? Ich wiege wirklich 63 Kilo. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und habe zwar nie so viel gemacht. Nee, ich glaube nicht, dass der schwul ist. Ja. Das glaube ich nicht, aber das ist ein introvertierter Typ. Ja, das würde vielleicht zu ihm passen. Ja. Aber nee, da würde ich vorsichtig sein. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der in der Disco die Türe eintritt. Ja. Aber nee, der wird schon mal gestrickt sein. Der Opa hat sich jedenfalls verliebt mit 90 gerade mal im Moment. Und da habe ich gesagt, Mensch, das hat Goethe noch nicht mal geschafft. Als der mit 73 dann noch mal so eine Kamera den in Dings angehauen hat, in Karlsbad, da hat er ihn gnadenlos abblitzen lassen. Also da war nichts mit seinem Dichtkunst-Scheiß hier und so weiter, mit seinen Schamangriffen dem weiblichen Geschlecht gegenüber. Die hatten ganz, ganz glasklar abblitzen lassen. Gell? Waren zutiefst traurig und erschüttert und beleidigt, ja? Aber hat es dann mit in Würde ertragen. Oh, Mensch, Jan, wenn du jetzt den Axel so angreifst, da darfst du aber nicht wundern, wenn der zurückschießt. Gell? Also, da könnte ich jetzt den Axel sogar verstehen.
Nein, ich kenne Epi nicht persönlich. Wenn der Axel dir jetzt eine verpasst, gell? Na du, ob der das schaut, nicht? Also zumindest, wenn er jetzt den liest, hier den Tweet, ja, dann wird er das schon deswegen schauen, um dich mal zu sehen, ja? Nein, nein, da kennt ihr euch nicht. Der ist genauso. Siehst du, jetzt schießt Axel zurück. Er wäre sich sicher, nun absolut sicher, dass du nicht Jan Hofer sein kannst. Der hat Kultur. Oh, siehst du, das wusste ich, dass der Axel jetzt zurückhaut. Ja. Und da habe ich sogar Verständnis dafür. Jan, da habe ich jetzt sogar ein gewisses Verständnis dafür. Das hast du jetzt verursacht, dass der Axel jetzt richtig, der hat sich zurückgehalten die ganze Zeit und war sehr höflich und lieb und nett und hat gar nichts gesagt. Und da haust du den hier an, er sei schwul, ja. Hier ist was los. Hier ist wirklich was los. Ich komme heute wieder nicht dazu, mein Berlin-Thema endlich zu Ende zu bringen, den zweiten Teil. Du hast keine Kultur, Jan. Da muss ich dem Axel sogar zustimmen, wenn du dem Axel einmal sagst, er sei schwul. Obwohl schwul ist ja gar kein Schimpfwort mehr, ja. Siehst du, jetzt sagt der Jan Hofer ja auch, dass ein Freund von ihm schwul ist. Total nett. Also, Axel, du musst nicht die ganz schwere Artillerie jetzt auffahren. Nicht? Das glaube ich auch, dass da Jan in seinem Umfeld viele schwule Leute hat, ja, die also beim Rundfunk, beim Fernsehen naturgemäß immer schon gewesen sind, ja. Fernsehen und Rundfunk war naturgemäß immer schon schwul, ja. Vielleicht zum größten Teil, nicht? Aber Jan Hofer, glaube ich, ist nicht schwul, ja. Das ist ein richtiger kernischer Typ, ja. Wanderer und Spaziergänger, ja. Heiratet hier noch eine Frau, die fast seine Tochter sein könnte. Also der ist schon richtig drauf hier. Ja. Wobei ich nicht sagen will, dass die Schwulen nicht richtig drauf sind. Ja. Axel, also der Jan, das glaube ich auch, das ist nicht kein Schimpfwort bei ihm hier, sondern das hat er eben so gesagt. Gell. Aber das hat trotzdem noch im Ohr. Ja, das glaube ich auch. Jan, du bist der Letzte, dem ich Schwulitäten unterstellen würde, ja. Du bist ein kernischer Kerl, ja. Das ist ja sicher wie das Amen in der Kirche. Jetzt hast du die Achsel geweckt, gell. Jetzt bleibt er drin, jetzt verbeißt er sich, gell. Ja. Nein, das ist kein Pseudo, Axel. Nun glaubt er, dass wir ja auf der richtigen Hochzeit tanzen, gell? Ja, jawohl, ich schenk dir einen schönen Sekt ein und prima. Oh Gott. Ja, gut. Okay, Jan, machen wir jetzt. Axel ist da und da freue ich mich, dass er reingekommen ist. Das ist auch, Jan, der Axel ist ein sehr, sehr guter Kommunikationspartner hier und deswegen
Und da ist also sehr, 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 sehr sachlich in seiner Art des Kommentars und so weiter. So, jetzt lass mich mal eine kleine Pause machen und ich kann jetzt nicht den Tweet verfolgen. Also bitte haltet euch mal jetzt zurück und wenn ihr was reinschreibt, dann schreibt untereinander was rein, aber auf mich könnt ihr jetzt nicht zählen, weil ich mich jetzt aufs Thema konzentrieren muss und demzufolge hier meine Notizen immer reinhole. Dann muss ich darauf achten, wer gerade hier mit on air ist und dass der Stream nicht abkackt. Also ich habe jetzt hier mit Händen und Füßen muss ich mich jetzt hier konzentrieren. So, also, los geht's. Ich hatte schon gesagt, dass das Filmstudio Lustermann Erfurt wissenschaftlich-technische Filme gedreht hat. Und das bestand aus meinem Vater Erich Lustermann, der Regisseur, der zuständig war für die Filmidee, die Drehbücher, Manuskripte. Und sein Bruder war zuständig, Bruder und Kompagnon war zuständig, Walter Lustermann war der Kameramann und für die Filmtechnik und Finanzen, für die Buchhaltung zuständig. So haben die sich dann die Arbeit reingeteilt. Mein Vater machte die Verträge, hatte verhandelt mit den Auftraggebern und so weiter. Also die waren zu DDR-Zeiten das kleinste private Filmstudio der DDR, sesshaft in Berlin. Und mussten natürlich nun ständig nach Berlin fahren, weil die gesamte Filmindustrie in Ostberlin konzentriert gewesen ist. Stichwort DEFA-Studio in Babelsberg, in Johannisthal, das Synchronstudio, das Kopierwerk, und so weiter und so weiter. Die Schnittmeisterin in Berlin, die für die beiden, fürs Filmstudio geschnitten hat, die Filme. 35 mm Normalfilm ist das gewesen, also Kinofilm, kein Schmalfilm etwa. So, und wenn mein Vater also mit seinem blauen Wolga in Berlin beim Schottner vorgefahren ist bei der DEFA, nicht? Dann ging die Schranke hoch beim Anblick des blauen Wolga. Ja, na, Herr Lustermann, wieder mal in Berlin, haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Ja. Und mein Vater hatte vorher, vor der Fahrt, in Erfurt die Hausschuhe angezogen, ja, ein Tempomat auf 90 reingezogen und ab ging die Post. Die Autobahnen waren in dieser Zeit noch extrem leer. Also du hast da ohne zu zucken mal auf dem Grünstreifen in der Mitte gewendet, ja. Wenn du die Ausfahrt verpasst hast, hast du mal kurz geguckt, alles klar, ja, zack, ja, wieder zurück auf der andere Spur. So, und die Pförtner waren bei der DEFA eine Macht. Und nicht nur bei der DEFA übrigens, ja. Überhaupt war die DEFA abgesichert wie ein Kaserngelände. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und denn Kunst und Kultur und Film war immer schon bei den Kommunisten Waffe, ja, propagandistische Waffe. Und Waffen hält man unter Verschluss. Ja, und alle, die damit zu tun haben. Mein Vater war immer freundlich zu den Pförtnern und hatte auch immer mal ein privates Wort übrig. Und na, wie geht's der Familie? Ja, die DEFA-Angestellten hingegen waren zum größten Teil so arrogante Schnösel mit Vollbart und Baskenmütze und kamen den Pförtnern von oben. Ja. Und da machten die natürlich Dienst nach Vorschrift und verlangten von denen frühmorgens und nach Arbeitsschluss den Betriebsausweis, auch wenn sie die Leute kannten. Beim Anblick des blauen Wolga-Dampfers ging dagegen sofort die Schranke hoch. Ja. Und mein Vater machte noch ein kurzes Schwätzchen mit dem Pförtner, ehe er auf das DEFA-Betriebsgelände einfuhr. Ja. Man darf nicht vergessen, dass in der Zeit der 60er Jahre noch durchaus ein Denken in Hierarchieebenen vorhanden war. Und da fühlten sich
die Pförtner schon geehrt, wenn der Filmregisseur eines privaten Filmstudios, mag es noch zu klein gewesen sein, ein freundliches Wort für sie fand. Der Wolga war übrigens ein abgekupfertes, gestutztes amerikanisches Straßenkreuzermodell, was nur Funktionäre und höhere Chargen fuhren und für Privatleute nur selten zugelassen war. Außerdem war er sündhaft teuer. Und wenn der Regisseur des kleinsten privaten Filmstudios der DDR denn mit seinem blauen Schiff an der Vorder der Tiefe in Babelsberg einfuhr, dann war das schon was Exotisches. In Erfurt besaß eigentlich nur der Inhaber eines gutgehenden Möbelgeschäfts, privaten, nicht, der wohlhabend war, ein Wolga und mein Vater. Ja? Die beiden waren die einzigen in der Stadt Erfurt, die ein Wolga besaßen am Anfang. Ja? Ansonsten war das nur die höheren Politniks, die so einen Kram gefahren haben, ja, meistens als Dienstwagen. So, und jetzt kommt eine Sache, wo ich mich drauf freue, die schildern zu dürfen. Aber das, bevor ich damit anfange, muss ich noch mal kontrollieren, dass um Gottes Willen jetzt hier der Stream läuft. Zeig her, die Füßchen. Jawohl, sehr gute Verbindung wird mir bescheinigt. Es sind eine Menge Leute von draußen, die sich das anhören, sehe ich gerade, auch wenn die Zuschauer gering sind. Ja, also ja, Axel hat ja noch geschrieben, dann schaue ich auf den Chat und fertig los. So, also, ich setze das fort. Man verzeihe mir, wenn ich hier bestimmte Zeiten und Jahreszeiten durcheinander werfe. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nur auf meine Erinnerung zugreife und mich davor gehütet habe, jetzt zu googeln oder bei Wikipedia nachzugucken, um das nun auf breite Füße zu stellen und euch zu zeigen, was ich für ein toller Kerl bin. Ja? Nein, ich will in erster Linie aus den Erinnerungen herausarbeiten, selbst als ich vorhin, wenn da einige Fakten dabei verkehrt rüberkommen. Und dieser und jener kann das ja zu jeder Zeit eingeben bei Google und kann da bei Wikipedia recherchieren, nachgucken und dann eben die richtigen Fakten sich rauspicken. Nicht? Und muss aber dann nicht zu mir sagen, Mensch, du hast 1962 gemeint, das ist aber 63 gewesen. Also bitte keine Spitzfindigkeiten. Es geht um das Feeling, um die Erinnerung in dieser Zeit. Also, jetzt steht hier drauf, der Flug mit der IL-14, die 28 Passagiere fassen konnte. Und mein Vater hatte ganz dringend Filmbüchsen nach Berlin zu bringen zur Schnittmeisterin Frau Bremer. Und da hat er zwei Sachen kombiniert. Er hat seinem Sohn eine Flugreise gegönnt und hat zum Zweiten ganz schnell die Filmbüchsen zum Schneiden nach Berlin, nach Pankow zur Schnittmeisterin Frau Bremer gebracht. Durch mich. Ich war also der Bote, der die schweren Filmbüchsen, nicht wahr? Naja, so schwer waren sie nicht, denn es war ja irgendwie im Flugzeug zu transportieren, dahin bringen musste. Die IL-14 war eine kleine Maschine, ja, fasste maximal 28 Passagiere, also eine Propellermaschine noch, und hatte gar keine Druckkabine, kommt also von der Flughöhe, so um die 4000 hatte sich da hingeschlichen, ja, höher ging es nicht, ohne Sauerstoff, ja. Und jetzt noch eine Besonderheit, die vielleicht interessant ist. Das war in dieser Zeit noch Deutsche Lufthansa. Ja? Und noch nicht Interflug. Deutsche Lufthansa, das wurde erst 1963 dann, wurde die DDR Deutsche Lufthansa umbenannt in Interflug. Und ich flog also noch mit der Deutschen Lufthansa, auch mit den, ausgestattet mit den Werbelogos und Kennzeichen, die für die Lufthansa im Westen wie im Osten typisch waren. Und das war also hier zum Beispiel, hatte ich voller Stolz dieses vergoldete Kranichabzeichen mir dran gesteckt. Fein angezogen, wie sich das gehört, ja. Und eine blaue Tasche mit dem Aufdruck, ne, Deutsche Lufthansa. Und, oh, und, also,
Das war natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und Erfurt, Berlin, Schönefeld, etwa 40 Minuten. Ja, ich kann es nicht mehr genau sagen. Das Schild bitte anschnallen, ja, Rauchen einstellen. Wir haben natürlich alle gequalmt wie die Schlote. Ja, es gab ja kaum Nichtraucher. So, und jetzt ging es los, ja. Obwohl das nur 40 Minuten gedauert hat, der Flug, ja, von Erfurt nach Berlin-Schönefeld in Ost-Berlin, haben die uns ein fürstliches Mahl serviert. Ja, das kriegst du heute nicht. Also, das ging erst mal los mit Grimsekt, ja, zur Einleitung, nicht? Und dann ging es weiter mit nicht nur schwarzen Kaviar, sondern auch roten, also dieser orange russische Kaviar vom Allerfeinsten. So, und so hat man uns verwöhnt, nicht? Also ganz feines Essen. Weiß nicht, was sonst noch mit dabei war. Ich habe natürlich mir den Kaviar und den Grimseck gemerkt. Und ich muss dazu sagen, dass im Flughafen Erfurt so in den 60er, 70er Jahren mehr Betrieb war als heute. Ja? Also heutzutage, da gibt es sogar schon Kräfte, die dafür plädieren, den Flughafen dicht zu machen, wegen wenig Betrieb. Ja? Da gibt es nur ab und zu mal einen Fluch irgendwo auf einer Urlaubsinsel hier. So, und jetzt kommt die unglaubliche Besonderheit, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Die Wartehalle für den Abflug war zu ebener Erde wie das Rollfeld. Jetzt haben wir alle da in der Wartehalle gesessen und haben uns unterhalten und so weiter. Jeder hatte ja seine Flugkarten schon. Das war also ganz locker und leger. Und es gab natürlich keinerlei Kontrollen. Ja? Und sodass wir direkt von dieser Wartehalle übers Rollfeld die Stufen der Gangway hochgegangen sind. Die Gangway, das war mit Stufen, ja? Rein in die Maschine. Ja? Und da drinnen sind wir also von der ganzen Crew empfangen worden, also nicht nur von der Stewardess, sondern auch gleich mit dem Flugkapitän und seinen anderen Mann, ja, die uns begrüßt haben freundlich und natürlich die schicken, tollen Stewardessen, ja, die natürlich also sowas von attraktiv waren mit ihren blauen Kostümen. Die hatten ja die gleiche, ähnliche Kleidung, auch in Blau, wie im Westen, die Dings. Die deutsche Lufthansa, ja, also da waren die gesamte Ausstattung der deutschen Lufthansa hier in DDR fast identisch mit der im Westen. Und das war ja dann auch wieder so ein Thema, ein Prozess. Und naja, es ging dann natürlich auseinander. Das konnte gar nicht anders sein, dass die DDR natürlich dann auch ihre eigene Fluggesellschaft eröffnet hatte. Ja. Und ja, und da gingen wir also da einfach locker über das Rollfeld, ja, so als würde man in die Straßenbahn einsteigen. Ja. Es gab überhaupt keinen Unterschied oder in den Bus. Ja. Du stehst an einer Haltestelle und wartest auf den Bus oder auf die Straße, weil kommt die Straßenbahn, steigst einfach ein. Ja. So. Und muss ich das mal vorstellen, das war Anfang der 60er Jahre, ja, 61 oder sowas. Und wie viele Jahre später dann erst die Jahre später erst Yasser Arafat, nicht, glaubte eben die Interessen der Palästinenser mit diesen schlimmen Geschichten da durchsetzen zu müssen und zu sollen und hat der palästinensischen Sache damit so unendlich viel Schaden zugefügt, hat das Arschloch damals gar nicht begriffen, ja. Aber das nur nebenbei gesagt, es hat ja nun weltweit den gesamten Flugverkehr radikal zum Nachteil verändert. Es gibt ja heute nicht den kleinsten Provinzflug mehr, ohne dass man also bis aufs Hemd oder bis auf die Knochen durchgescheckt wird. Ja. Und hier bist du einfach aus der Wartehalle übers Rollfeld. Die Maschine stand vielleicht 50 Meter vom Rollfeld, von der Wartehalle entfernt. Ja.
Und du bist aber eingestiegen wie ein Bus oder in die Straßenbahn. Ja. Das wollte ich doch mal hier erwähnt haben. Das ist so unwahrscheinlich toll. Ja. Und auch ich war stolz, Mensch, mit so waren 15 Jahren, da bist du zum ersten Mal, kein Mensch ist doch geflogen um diese Zeit. Alle, die da drinnen saßen, das waren alles Funktionäre, die zum Rapportsbefehlsempfang nach Berlin beordert worden sind. Da mussten diese Bezirksfunktionäre regelmäßig, nicht wahr, zur Berichterstattung antanzen in Berlin. Und da sind die natürlich nicht mit einem klapprigen Auto gefahren, ja, über die halb kaputten Autobahn, ja, sondern sind geflogen. Und da saß ich nun inmitten von den Bonzen hier, ja, als 15 Jahre Schnösel, ja. Und das waren alles gestandene Männer, ne, und ich war die exotische Ausnahme, ja. Na gut, also dann landete die Maschine tatsächlich prompt nach 40 Minuten. Also es waren keine 45 Minuten, das hätte ich mir gemerkt, dass es eine Dreiviertelstunde gewesen wäre. Nein, es war keine Dreiviertelstunde, es waren nur in Anführungszeichen 40 Minuten. Und bei 40 Minuten, da kriegst du ein Mahl serviert, ja, bestehend aus roten, schwarzen Kaviar und Krimsekt. Also das macht der deutschen Lufthansa DDR im Jahre 1961 oder 60/61 keine Fluggesellschaft nach. Ja. Ein 40 Minuten Kurzflug mit Sekt und Kaviar. Also, dann Landung, Schönefeld, ausgestiegen, S-Bahn, Anbindung sofort, elegant, mit der Filmbüchsen rüber in der S-Bahn. Ja. Und nun durch fast ganz Ost-Berlin durchgefahren nach Berlin-Pankow. Und da wohnte die Schnittmeisterin, die Frau Bremer, eine alte UFA-Schrägstrich-DEFA-Schnittmeisterin im Ruhestand. Und die wohnte in Pankow, in der Nähe der Wollangstraße. Und alle Berliner wissen, wovon ich rede. Denn die Wollangstraße hat eine traurige Berühmtheit erlangt, weil die Mauer durch diese Straße durchgegangen ist. Also in Berlin war der Verlauf der Mauer nicht immer so exotisch und so brutal auf den Punkt gebracht wie in der Wollangstraße. Da war das also auch für die ganzen Fernsehleute immer wieder interessant, die Wollangstraße zu filmen und zu fotografieren. Ja. Und da in der Nähe, so ein paar Straßen weiter, wohnte die Frau Bremer und besserte, wie gesagt, das Schneiden der Filme vom Filmstudio Lustermann ihre karge, schmale Rente auf. Und indem sie für meinen Vater eben und Onkel Walter geschnitten hatte. Die hatten auch noch Mitarbeiter hier, mein Vater und mein Onkel, aber die beiden bildeten ja dann den Kern, hatten Kern fürs Filmstudio Lustermann. So, und die wohnte in einem ganz komfortablen Hinterhaus, in einer großzügigen Wohnung, ja. Und das wissen Leute nicht, die Berlin nicht kennen. Wenn man Hinterhausen hört, da denkt man doch sofort an Zille, ja, und an die Karikaturen, wo da die Kinder da im Dreck und im Ko da unten liegen und spielen und machen und da irgendwelche Köter. Da hat man doch ein bestimmtes Zillebild vor sich. Hinterhof, da blökt einer von da oben was runter oder schüttet Geld einer Nachttopf. Also, solche Assoziationen hat man ja, wenn man Hinterhof und Hinterhaus hört. Von wegen. In Berlin gibt es Hinterhäuser. Also da gehst du durch den Haupteingang durch und dann geht's erstmal los. Dann kommt der zweite Eingang vom Hinterhaus. Manchmal ist er noch prachtvoller, aus herrlichem geschnitzten Holz, mit der Vordereingang, ja. Und dann geht es da Marmortreppen hoch, Menschenskinder. Also das ist nicht zu fassen, was in Berlin Hinterhäuser sein können, wie prachtvoll die alten Hinterhäuser sein können. Natürlich nur in Gegenden, wo auch entsprechendes Publikum gelebt hat. Die armen Teufel da, die bei Siemens an der Fabrik gearbeitet haben, am Band ungelernt, na, die haben solche Wohnungen auch nicht gehabt. Und Wohnungsnot ist ja in Berlin immer schon zu Kaiserszeiten ein Thema gewesen, hat sich dann durchgezogen,
eigentlich bis zum heutigen Tage, kann man sagen. Zwar nicht mehr so drastisch heute, aber immerhin. Also das war kein Zillemilieu, wo unsere liebe Frau Bremer gewohnt hat. Und die war wie eine Mutter zu mir, die Frau Bremer, ja. Na, Wolfgang, hast du überhaupt schon was gegessen? Und sie hatte extra einen Kuchen für mich gebacken, dass ich im Flugzeug Kaviar gegessen und Krimsek getrunken hatte, habe ich ihr natürlich nicht erzählt. Ja. Und außerdem war der Genuss vom Kuchen, hervorragender Kuchen, also leicht eingetrübt durch den Katzengeruch, der mir in die Nase stieg. Also das war immer so, manchmal kam so eine Schwarte rüber und dann kam keiner rüber und da habe ich noch abgebissen, ja. Aber mein Gott, was, die Frau war alleine und da muss ich nun leider noch was erzählen, was nicht so schön ist und was ich aber mir so tief eingeprägt hat, ein ganz, ganz tragisches Ereignis. Und das hat mir mein Vater erzählt über die Frau Bremer. Die Frau Bremer musste ihren 1945 verstorbenen Mann im Handwagen ganz allein durch die große Stadt Berlin zum Friedhof fahren. Also, ich war, und mein Vater hat extra gesagt: Sprich die Frau Bremer um Gottes Willen nicht daraufhin an. Ja, ich habe dir das erzählt, nicht? Und ich weiß jetzt nicht, ob sie da auch noch unter Kriegseinwirkungen oder eventuell russischen Artilleriebeschuss leiden musste. Die Alliierten hatten ja ihre Bombenabwürfe wohl eingestellt und die Russen waren also nahe dran und haben mit der Artillerie natürlich dann noch richtig den Rest kaputt gemacht. Nicht? Also das weiß ich jetzt nicht und habe das dann auch auf sich beruhen lassen, aber wollte es doch erwähnt haben, wie schlimm sowas ist, wenn man seinen eigenen Mann in so einem Handwagen, vielleicht ein Tuch drüber, ja, zum Friedhof ziehen und fahren muss, ja. Also das doch mal als ein Gedankengang, der es wert ist, hier geäußert zu werden, ja. Für die Nachgeborenen, die solche Erzählungen, ich habe es ja auch nur erzählt bekommen, aber immerhin, es war verdammt authentisch, denn die Frau Bremer war ja nun für mich zum Anfassen, ja. Und ja, denn bin ich natürlich nicht mehr zurückgeflogen, sondern das ging dann brav mit der Reichsbahn zurück. Ich hatte nun auch keine Filmbüchsen mehr bei mir. Und da ging es also dann richtig brav hier zurück. Und jetzt ein kurzes Wort, wo also das Zentrum sich befunden hat, wo ich mich aufgehalten habe und so weiter. Das ist das Hotel Albrechtshof in der Albrechtstraße am Schiffbauer Damm gewesen, ja. Da ist auch das Brecht-Theater, das Berliner Ensemble, unmittelbar am Schiffbauer Damm, ja. Das ist also Stadtmitte, mittiger geht es nicht, ein paar hundert Meter über die Spree, da ist die Distel, dieses berühmte Kabarett, die Kabarettbühne im Admiralspalast und unmittelbar da am S-Bahnhof ist natürlich der berühmt-berüchtigte sogenannte Tränenpalast, den es auch jetzt noch gibt, ja, und den kann man auf Google Earth sicher angucken oder wer einen Apple-Rechner hat, sich unter Karten kann man also um diesen Tränenpalast und dieses ganze Terrain herumlaufen. Und jetzt eine Begebenheit, das liegt allerdings dann alles ein paar Jahre in die spätere Zeit verrückt. Das ist nicht die Zeit gewesen, wo ich zur Frau Bremer das Film hingeflogen bin mit den Filmbüchsen, sondern ein paar Jahre später. Ich habe mir am Schiffbauer Dammtheater Brechts aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Uy angeguckt. Und das Besondere war am Brecht-Theater, dass man ohne Anzug in normaler Straßenbegleitung
ins Theater rein konnte. Ja, das war natürlich für mich neu. Da hat man Wert drauf gelegt, wir heben uns von den Schnöseln, von der feinen Gesellschaft ab, eben in der Anzug da sozusagen ihre Kulturdosis absolviert, vielleicht mehr oder weniger lustlos sehen und gesehen werden. Hier gehen Leute rein ins Brecht-Theater, die wollen wirklich Mutter Courage noch so richtig riechen können. Ja. Also, und jetzt kommt eine Sache, die ich auch nicht vergessen werde. Ich hatte später dann in Berlin mit der Großformat-Fachkamera fotografiert, Architekturaufnahmen gemacht. Und meine Großformat-Fachkamera hatte aber nur 12 Doppelkassetten. Ich konnte also 24 Aufnahmen machen. Und dann war Schluss und Sense und Feierabend. Ja. 24 Aufnahmen, das muss man sich heute in der digitalen Zeit mal vorstellen. Das ist ja so gut wie gar nichts. Also war die Überlegung, wo kannst du den Planfilm wechseln? Wo kannst du in einem dunklen Raum neuen Planfilm einlegen und die belichteten Planfilme 13 mal 18, ja, also riesengroße Filme, dann rausnehmen und speichern in deinen dafür vorgesehenen Schachteln. Und da fiel mir das Labor ein im Brecht-Theater. Ich dachte, Menschenskind, die müssen doch ein Fotolabor haben. Ja? Und jedes Theater hat eine Fotoabteilung, nicht? Und die natürlich auch, ja? Und da habe ich mich durchgefragt und in der Tat landete ich da bei einem Fotografen, der noch persönlich unter Brecht gearbeitet hatte. Der also genau wusste, was Brecht vom Fotografen erwartet und verlangt hat. Der hat mir natürlich, wie Berliner sind, freundlich und nett, sofort seine Dunkelkammer zur Verfügung gestellt, dass ich meine Planfilme im Dunkeln rausnehmen konnte und die neuen einlegen konnte, die belichteten rausnehmen konnte und die unbelichteten einlegen konnte, für weitere 24 Aufnahmen, die 12 Doppelkassetten. Und dann habe ich mit ihm natürlich ein hochinteressantes Gespräch geführt, was mir also einen Aufschluss gegeben hat über Brecht seine Arbeitsweise, die so schnell also keiner bekommen hat. Aber nicht, weil das ein Geheimnis ist, sondern weil da vielleicht gar nicht nachgefragt wird. Also er erzählte mir, Brecht hatte von ihm verlangt, dass auf der Balustrade, auf dem Rang, vorne an der Balustrade, unmittelbar, also in einer höheren Position, nicht unten im Zuschauerraum, Parkett, sondern in einer etwas höheren Lage, vorne am Rang, zwei Leicas auf dem Stativ fest verschraubt waren. Und diese Leicas haben wechselweise fotografiert, von ihm fotografiert. Da stand aber schon eine Assistentin daneben, die darauf gewartet hat, dass die ersten 36 Aufgaben von der Leica Nummer 1 durch waren. Dann hat die Wieselflink den Film aus der Leica rausgenommen, ja, hat die neu beschickt mit einer neuen Kassette und hat die wieder aufnahmebereit gemacht. Währenddessen hat der Fotograf an der Kamera Nummer 2, Leica Nummer 2, weiter durchfotografiert. Und so haben die im Wechselspiel miteinander die gesamte Aufführung, die gesamte Brecht-Aufführung durchfotografiert. Das ist aus heutiger Sicht gesehen, was die Kommunikation und was die Modernität von Brecht anbelangt, wie der vorgedacht hat. Der wollte einfach, dass seine Inszenierungen dokumentarisch bis aufs letzte Kostüm, nicht wahr, rekapitulierbar waren, ja, um sie später wieder so aufzubauen, wie sie gewesen sind. Und hat da aber nichts dem Zufall überlassen. Und der Fotograf, der hat geschwitzt und war dafür verantwortlich, ja.
Das hat mich dermaßen begeistert, ja. Und schon alleine, das hat es sich gelohnt, in Erfahrung zu bringen, wie Brecht da arbeitet. Ansonsten diese Muffigkeit, die dieses Theater hat, ja, von außen schon dieser Naturputz, der stockhässlich, die Bude, ja. Aber das hat alles System bei Brecht, ja. Also kann man sich nicht vorstellen, dass der sein Theater in Pastellfarben, im hellen Gelb streichen würde, ja. Also das ist so krätzig, wie das Ding aussieht, sieht es, glaube ich, jetzt noch aus, ja. Naja, man kann ja das bei Google Earth sich angucken, nicht wahr? Da sieht man sofort, was Sache ist. Also das fand ich, das habe ich vielfach bedankt und bin dann wieder mit meiner großformatigen Kamera und Stativ und den neu bestückten 12 Kassetten weiter auf Fotopösch gegangen und habe da weiter meine Architekturaufnahmen gemacht. Ja, so war das. Und nun zu eine ganz andere extreme Sache, nämlich das Weinlokal Ganymed. Das befindet sich unmittelbar an der Ecke, wo es zum Brecht-Theater geht, am sogenannten Brechtplatz, am Schiffbauer Damm, also an der Spree. Und das Ganymed ist Berlins feinstes Weinlokal gewesen, ja. Und in dem zum Beispiel der Ministerpräsident Otto Rothewohl verkehrt ist, das war dessen Stammlokal. Ja. Und also da haben bestimmte Leute Schwellenangst gehabt. Und ich weiß auch gar nicht, wie das organisiert worden ist, wenn der dort zu Besuch war oder zu Gast war. Ob das Lokal da für andere Besucher, für andere Gäste gesperrt war oder nicht? Oder wie er bewacht worden ist, das entzieht sich der Kenntnis. Ich hörte bloß, das Ganymed ist Rothewohl sein Stammlokal. So, und eines Tages, wir wohnten wieder in unserem Albrechtshof in der Albrechtstraße, war meine Mutter mit dabei. Und mein Vater wollte nun uns was Besonderes bieten und hat uns zum Abendessen ins Ganymed eingeladen. Und, oh Mensch, also stinkt vornehm, ja. In dieser Zeit, wenn auch so viel schiefgelaufen ist, aber die Gastronomie, und das hat er in der DDR auch. Die gab es ja damals noch gar nicht, die DDR. Ja, das war die Zone, SBZ, sowjetisch besetzte Zone. Die DDR gab es ja erst später, ja. 1948. Und, na Quatsch, Unsinn, was sage ich denn? Klar gab es die, das ist jetzt bringst du durcheinander. Gab es die schon in der DDR. Und die DDR hatte, was die Gastronomie anbelangt, eine Tradition bis zum Schluss. Es so perfekt wie möglich für die Gäste zu machen. Du hast in der DDR manchmal auf einen Platz warten müssen, bis du musstest dir die Beine. Also du hast durchgedreht. So lange hat das gedauert, bis du nun endlich einen Platz zugewiesen bekommen hast. Du durftest nicht etwa von dir aus durch das Lokal latschen und sagen, komm, wir setzen uns da hin, ja, da ist einer frei. Nix da. Der Kellner hat dich an der Türe am Eingang des Lokals abgeholt und hat dir einen Tisch zugewiesen. Und obwohl du vorher gewartet hattest und die Schnauze voll hattest, immer mehr Hunger hattest, war dann im Moment alles vergessen. Und jetzt bist du fürstlich bedient worden. In jedem Lokal der DDR. In dem Moment, wo du den Tisch hattest, warst du als Gast der König. Und da hatten die eine Taktik, weil sie ja wussten, die Leute haben Hunger. Da haben sie natürlich erst gesagt, was darf ich ihnen zum Trinken bringen? Dies und das und jenes, ja. Um Zeit zu gewinnen für die Küche. Ja?
damit die Bestellung aufgegeben werden konnte und die Küche, und das ist ja auch eine tolle Sache eigentlich gewesen, sehr, sehr viele Gerichte, die wurden ja noch original zubereitet und nicht wie heute, dass der ganze Mist da abgepackt ist und warm gemacht wird. Das ist ja heute keine Küche mehr. Ein Lokal duftet ja heute überhaupt nicht mehr nach was zu essen. Ja? Also damals sind ja die Wohlgerüche bereits in die Nase gestiegen. Da bist du noch 50 Meter von dem Lokal entfernt gewesen, weil ja die Küche wirklich gebraten und gekocht worden ist. Das gibt es ja heute nicht mehr. Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, was ein gutes Essen ist. Und da dauert das, je länger ein Essen dauert, desto besser ist es. Das weiß jeder, der in der Gastronomie bewandert ist. Und so war das damals auch. Du hast gewartet, 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 aber dann kam dein Essen. Mein lieber Mann, aber da bist du wirklich, also da konntest du dich drauf freuen. Aber hier beim Besuch im Ganymed lief das also noch ein bisschen exotischer ab. Also nicht etwa Schnitzel oder Roulade mit Rotkraut, sondern das musste ja was Besonderes sein. Und was haben wir uns ausgesucht? Haifischflossensuppe und im Anschluss daran Weinbergschnecken. Haifischflossensuppe und Weinbergschnecken hinterher. Gab da noch was anderes in dem Menü, das habe ich vergessen. Aber was ich nicht vergessen habe, das ist meine Mutter. Als mein Vater und ich, als wir nun mit todernster Miene vor den Weinbergschnecken saßen. Also erstens haben wir die Haifischflossensuppe, so ein kleines Tässchen, ja, mit spitzem Mund genippt, ja. Wenn du mich fragst, die hat geschmeckt wie kalter Kaffee, ja. Ich habe in meinem Leben noch nie Haifischflossensuppe gegessen gehabt. Und jetzt, so, und meine Mutter beobachtete uns beide, wie wir mit gewichtiger Miene an unser Haifischflossen-Tässchen genippt und getrunken haben. Und haben uns angeguckt, ja, vorzüglich die Haifischflossensuppe, das ganz was. So, jetzt kamen die Schnecken mit so einem Spezialwerkzeug, so ein Spieß, ja, Spezialspieß. Ich weiß nicht, wie viel das waren, 12 oder 14 Gehäuse. Mit einem Spezialwerkzeug, hätte ich bald gesagt, wurde also die Schnecke, die zusammengeschrumpelt war, aus ihrem Gehäuse, wo auch braune Butter mit drinne war, heraus auf den Teller herausgespießt, herausgezogen, ja. Das haben wir ganz gut hingekriegt, ja. Ich guckte immer zu meinem Vater, der guckte immer zu mir, ja. Und haben also diese Bällchen, diese Schneckenbällchen, dann vor uns liegen gehabt, ja. Aber so, und dieses Spießwerkzeug, Spezialwerkzeug, Schneckenspießwerkzeug, das haben wir zur Seite gelegt und haben das gegessen. Ich weiß nicht, was dazu gegeben. Toast war das wohl, was es dazu gab, ja. Und dann haben wir die mit der Gabel die Schneckenbällchen, nenne ich das mal, angestochen und gegessen und uns mit gewichtiger Miene angeguckt. Da fing meine Mutter an zu lachen. Hol das Taschentuch raus, lachte in das Taschentuch rein, um nicht die Innung zu blamieren. Dir muss ich das vorstellen. Und der Grote wohnt sein Stammlokal, ja, alles ist still und leise und gediegen, dicke Teppiche, ja, die Kellner mit Spezialschürzen, ja. Und da fängt die Frau an. Nein, sie hat nicht scheingelacht, sie hat es unterdrückt. Aber die Tränen, die darunter flossen, das war so eine Mischung, dann um die Situation zu retten, hat sie dann natürlich nicht losgeblökt, ja, sondern hat dann eben das Lachen unterdrückt mit dem Taschentuch. Also man konnte annehmen, es wäre ja nicht gut
Die hat sich totgelacht über ihre Männer, ja, über ihren Mann und ihren Sohn, die mit todernster Miene sich über die Schnecken hergemacht hätten, als würden sie jeden Tag die Schnecken essen, ja. Und wir sind natürlich nicht satt geworden von dem Zeug, ja. Die kleine Haifischflossen zu Süppchen, wie Kaffee, wie kalter Kaffee, schwarzer, wie schwarz, top schwarz das Zeug. Und die Schnecken, die verschnurpelten Schnecken, so. Manche hätte vielleicht so, erinnern sich so ein bisschen an Kaugummi, ja. Also Menschenskinder, das, und die Mutter, die musste sich am Riemen reißen. Und meine Mutter ist eine natürliche Frau von der Struktur, vom Charakter her gewesen. Und das passte gar nicht zu der, das Ganymed, ja. Und die ganze Atmosphäre war der in höchstem Maß, war affig und überzogen, ja. Das gab es eben auch schon zu DDR-Zeiten, solche überzogenen Geschichten. Und wie ich schon sagte, in der Gastronomie, die hat die DDR noch im Westen überholt, ja. Da waren die noch, also die haben diese Regeln der Gastronomie, der Bedienung, ja, der Gäste, nicht nur eingehalten, sondern wie einen religiösen Gang zelebriert, regelrecht, ja. Und das muss man ihnen lassen. Egal, ob vor dem Lokal 20 Leute sich die Beine im Bauch gestanden haben oder nicht. Aber wenn du dran warst und hast deinen Platz gehabt, da warst du absoluter König. Das gilt, ich darf das wirklich sagen, das gilt eigentlich nicht nur oder galt für Berlin in dieser Zeit, sondern auch für Affeter, wo du hingekommen bist, Leipzig, Dresden und so weiter. Überall das Gleiche, ja. Die vorzügliche, die hatten also die Kellner, Oberkellner, Kellnerinnen, die hatten es von der Pike auf gelernt, ja. Die sind durch die hohe Schule der Gastronomie gegangen, ja. Und das wollten sie natürlich nun praktizieren. Auch unter den eingeschränkten Verhältnissen der DDR wollten sie zeigen, was sie können, ja. So, und jetzt gehen wir weg von den Weinbergschnecken und möchte ich erwähnen, also das war für mich das Zentrum, wo ich mich so gerne aufgehalten habe, die Spaziergänge am Schiffbauer Damm über diese geniedete Bogenbrücke. Das sind dieselben Bögen wie der Pariser Eiffelturm. Das muss auch in der gleichen Zeit oder entstanden sein, in Gründerzeit, ja, diese Bogenbrücke über die Spree, die verbunden ist mit dem Bahnhof Friedrichstraße, ja. Und ich bin da so gerne lang gegangen und habe genossen das Anfahrgeräusch der S-Bahn. Ja. Das ist ein ganz verrückter, toller Sound gewesen. Ja. Da gehst du über diese Brücke und guckst in die Spree runter und so düster. Ja. Willst du in dein Hotel? Und eine Atmosphäre, da hätte also Jürgen Roland sofort ein Krimi drehen können. Ja, mit so einem Scheinwerfer aus. Der hätte nichts weiter gebraucht als einen Scheinwerfer. Und da habe ich gesagt, beim Gang über die Brücke ist die Prostituierte ermordet worden. Ja. Und dann siehst du im Gegenlicht, wie einer sich über die hermacht und absticht. Ja. Und dann bleibt die da liegen auf der Brücke hier über der Spree. So eine Atmosphäre ist das. Ich glaube, das gibt's heute. Ich glaube, das ist heute noch der Fall. Ich habe es mir ja in Google Earth angeguckt. Das ist heute noch so atmosphärisch, so verrückt. Ja. Und wer für sowas eine Ader hat, für diese Dramaturgie, ja, und vielleicht auch immer von Berufs wegen irgendwas mit dem Film zu tun haben wollte, der wird wissen, wovon ich rede. Also wenn du diese Atmosphäre Jürgen Roland, sag mal, Krimis erleben willst, dann musst du von Berlin Friedrichstraße vom Bahnsteig oben runtergehen, ja, und in Richtung Albrechtshof, in Richtung über die Spree, ja, zum Schiffbauer Damm, da kannst du das Feeling nachempfinden, ja. So, düster und romantisch habe ich ja noch geschrieben, ja. So, und jetzt kommt eine ganz verrückte Sache. Warte mal, ich muss erst noch mal gucken, ob der Stream noch heile ist hier. Und also das wäre das Tragische. Ja, ich hätte eine sehr gute Verbindung. Und mit einer Stunde 38, Mensch, da liege ich noch ganz gut in der Zeit, Mann. Also stell dir vor, das ist,
Das ist ja toll, ja. Ja, alles im grünen Bereich. So, jetzt geht's weiter. Hier mein Spickzettel. Nur mal für die Nicht-Berliner. Klärchens Ballhaus ist Berlins ältestes ruhmreiches Ballhaus. In Berlin gab es eine unglaubliche Tradition an Bällen und an Ballhäusern auch. Denn man darf nicht vergessen, dass in dieser Zeit das Ballhaus, der Tanzsaal, die einzige Möglichkeit gewesen ist für die junge Bevölkerung Berlins, sich zu amüsieren. Und demzufolge waren die Ballhäuser knackend voll. Und die Berliner haben geschwurft, wie sie das auch nennen, ja, getanzt, witzig, putzig, geliebt, gesoffen, was eben so ein richtiger Deutscher tut, wenn er ausgeht. Und Klärchens Ballhaus kenne ich nicht. Das war wohl auch eine ganze Zeit zu und wurde renoviert. Aber was ich kenne, das ist eigentlich ein Ballhaus, was noch verrückter ist als Klärchens Ballhaus, nämlich Behrens Casino in der Chausseestraße. Die Chausseestraße ist eine Verlängerung der Friedrichstraße in Richtung Norden. Und ich hatte als junger Kerl natürlich rausgekriegt, Behrens Casino, da musst du hin wegen den Tischtelefonen. In Klärchens Ballhaus, um das nochmal deutlich zu sagen, gab es keine Tischtelefone, die gab es nur in Behrens Casino. Behrens Casino wurde umbenannt, das hieß vorm Krieg anders. Man würde also jetzt, wenn man Behrens Casino eingibt, Mühe haben und da kriegt man raus, aha, zu DDR-Zeiten hieß das Behrens Casino in der Chausseestraße und ist berühmt durch seine Tischtelefone. Man muss sich das vorstellen. Berlin hat, die Bomben haben diese Stadt Berlin an verschiedenen Stellen, nicht überall, dem Erdboden gleichgemacht durch diese Terrorbombenangriffe der Amerikaner und der Engländer. Oder besser gesagt, der Engländer und der Amerikaner. Und ausgerechnet dieses Behrens Casino mit seinen alten Tischtelefonen von der AEG aus den 20er, 30er Jahren, die Tischtelefone haben überlebt, samt Behrens Casino. Ja, und rings um Behrens Casino, nicht, war die Hölle. Ja. Und das sind so die Sachen, die mir schon damals eingefallen sind, als politisch interessierten jungen Mann. Ja, habe ich schon solche Gedankengänge gehabt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hier geht es zu wie in 30er Jahren. Ja. Die sitzen da unten, ja, auf der Balustrade sitzen meistens die Männer und dann hatten die so eine. Also der Klingel, du konntest also, jeder Tisch hatte seine Nummer gehabt. Und diese schwarzen Telefone, so, jetzt hat einer auf der Balustrade, die war so ein bisschen erhöht, halbrund, ging die durchs ganze Lokal, um das Tanzparkett herum. Und jetzt haben die Oberluden, ja, clever wie sie waren, Tisch 18 angerufen, weil da so eine hübsche Blondine saß, ja. Aber vorher hat er sich gedreht, so mit dem Hörer in der Hand, weg von Tisch 18, dass man seinen Mund nicht sehen konnte, ja. Weil die natürlich einen langen Hals gekriegt hat und Stielaugen. Und hat in der ganzen Lokal rumgeguckt, wer ruft mich jetzt hier an? Und wenn die natürlich die Mundbewegung gesehen hätte, ja, dann hätte sie gewusst, ah, der ist es. Ja.
Aber der hat vielleicht gute Gründe gehabt und wollte gar nicht unbedingt mit der nun, wollte mal vorfühlen, ja. Es gibt ja tausend Gründe, um da doch was abzublasen, ja. Oder er hat es auch anders gemacht, er hat eben sich ihr zugewandt und freundlich gegrüßt, ja, galant, ja, und hat damit sozusagen den nächsten Tanz reserviert, mit ihr Schwätzen gemacht und auf den Mund gefallen ist ein Berliner noch nie, das wissen wir alle. So, und ich nun, ach, um Gottes Willen, ich habe mich doch gar nicht getraut, ja, da einen großen Max zu markieren als junger Kerl. Also ich habe das beobachtet, die Spielchen, ja. Ich weiß auch noch nicht mal, ob ich überhaupt getanzt habe, aber ich glaube, ja, sind wir ganz so ein bisschen. Und mit der Berlinerin, mein Lieber, wenn die anfängt, da wirst du immer kleiner, ja, als Jugendlicher, ja. Die haben das Mundwerk auf rechten Fleck. Also faszinierend, diese Tischtelefone und wie davon Gebrauch gemacht worden ist. Gell? Du hast sofort gemerkt, die sind hier zu Hause. Die machen das nicht zum ersten Mal. Ja? Und dann auch noch eine Sache, die mir vollkommen neu war. Ja? Eine Pachttoilette. Als Erfurter wusste ich überhaupt nicht, was das ist. Ja? Also eine Pachttoilette ist, wie der Nacht, da ist eine Pächterin gewesen, Behrens Casino. Die hat diese Toilette gepachtet. Die Toilette hat eigentlich mit der Gaststätte erstmal nichts zu tun. Das ist sozusagen ein exterritoriales Gebiet. Ja? Unter Regie der Klofrau, der Toilettenfrau. Und die dafür auch zu zahlen hatte. Pachtgebühr. Wie hoch die war, weiß ich nicht. So, und jetzt bin ich auf diese Toilette in Behrens Casino gegangen. Also ich kannte Toiletten immer nur als einmal der Vorraum, wo man sich frisch machen konnte, Spiegel und so weiter, und dann die eigentlichen Toiletten, Räume. Ja. Also für das kleine Geschäft, die Becken, für das größere Geschäft abgeschirmt und zugemacht, Türe und so weiter. Und hier kommst du da runter in einen riesigen Raum, der überhaupt nicht aussieht, als hat er was mit der Toilette zu tun. Und da sitzt am Tisch eine gestandene Frau und säbelt gerade an ihrem Schnitzel rum, schaufelt da Gemüse rein, guckt mich an, ja, bitteschön, mein Herr, ja, sagt sie zu mir, Rotzlöffel, und isst weiter und lässt sich das schmecken, ja. Und ich in den Nebenraum, auch etwas kleiner, ja, also die Räume, die zu einer Toilette nun gehören, die Becken und so weiter, geruchsfrei, die gesamten Räumlichkeiten, picobello, gepflegt und blitzsauber. Man sagt ja, wie kann ein Mensch auf einer Toilette essen, Abendbrot essen, ja? Da hätte jeder von uns Abendbrot essen können, neben der Toilettenfrau. Ja? So blitzsauber, so steril war das. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht kennengelernt. Aber dann hat sie ihr Essen unterbrochen. Ja? Wenn du fertig warst, du hast schon darauf geachtet, dass du natürlich in den Teller das Trinkgeld klimpern lassen hast. Es gab ja keine Pflicht, was zu bezahlen, ja, sondern du hast den großen Max markiert und dich von der großzügigen Seite gezeigt, dass alle sehen, was du reingeschmissen hast. Gell? Und dann hat sie natürlich die Bürste genommen, ja, ist hinter dich getreten, hat dich abgebürstet, ja, das Jackett nochmal, ja, hat nochmal kontrolliert, ob die Krawatte sitzt, ja, und nochmal gebürstet und so. Und dann hast du die Toilette verlassen, freundlichen Lächeln von ihr, ja, und sie hat sich wieder an den Tisch gesetzt und hat ihr Abendbrot fortgesetzt. Das war der Besuch in der Toilette vom Behrens Casino in Ost-Berlin in der Chausseestraße. So, jetzt noch eine Story, ja, es wird die letzte Geschichte sein, sehe ich gerade, die ich ja zu erzählen habe. Und die ist aber auch wirklich schön. Ich bin getrennt
Von Erfurt wollte ich natürlich wieder mal nach in mein Berlin. Und ich bin dann auch unabhängig von meinem Vater viel nach Berlin gefahren. Die Stadt hat so viel hergegeben. Ich habe sogar mit der Familie Urlaub dort gemacht und so weiter. Also Berlin, ich war Berlin, kann man sagen, verfallen. Ja, schon von Kindesbeinen, im wahrsten Sinn des Wortes, von 1957 an, kann man sagen, bis 1992. So, und da trennte ich. Und nun weiß ja jeder, dass sich beide Autobahnen kreuzen am Hermsdorfer Kreuz. Der Name sagt das schon. Und wenn du nach Berlin willst, dann musst du natürlich dann auf die andere Autobahn in Richtung Berlin und musst dann erstmal so ein Stück laufen. Hat mich einer rausgelassen, freundlich jemand. Und ich bin dann an die Tankstelle in Richtung Berlin gelaufen. Und gleich der allererste, der da kam, mit einem VW Käfer, hat er da getankt und ich sage, wären Sie so freundlich und würden mich nach Berlin mitnehmen. Der hatte eine Westnummer drauf oder eine jugoslawische Nummer, das weiß ich nicht mehr. Nun steigen Sie ein, hat er so unwirsch gesagt. Ja? Eine Bitte. Dann, oh Gott, das kann ja heiter werden, ja. Das hat sich ja nicht nach einer freundlichen Einladung angehört. Und wie ich mich geirrt hatte. Er sagte, ich nehme Sie mit als Unterhalter, damit ich mit Berlin mich unterhalten kann. Und ich sagte, darf ich fragen, wo Sie herkommen? Ich komme aus Belgrad und fahre nonstop durch bis West-Berlin. Leute, ein Serbe aus Belgrad fährt nonstop mit dem Käfer direkt durch halb Osteuropa bis nach West-Berlin durch. Also Vollgas, Bodenblech durchgetreten, ja, bei der Karre, volle Kanone. Ich dachte, der Kram fällt auseinander, ja. Er ist nicht auseinandergefallen, es dürfte kein VW Käfer gewesen sein. Und ich habe einen guten Job gemacht als Unterhalter. Da kann man sich drauf verlassen. Und das ist ja das Interessante gewesen. Er ist Bauingenieur von Beruf gewesen und hat in West-Berlin gearbeitet. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ja Jugoslawien, wir wissen das, Tito hatte ja seine besonderen Beziehungen zum Westen, zum Ärger von Stalin und den anderen Kommunisten, hat er gemacht, was er machen will, ja, und hat seinen Leuten, seinen Jugoslawen, Freiheiten beschert, von denen andere hier im sozialistischen Lager, wie das so ist, nur träumen konnten. Nicht? Also war das Natürlichste der Welt, dass ein Serbe aus Belgrad nach West-Berlin gefahren ist, um dort zu arbeiten. Ja? So, und ein ganz, ganz herzliches, liebes, nettes, hochintensives Gespräch. Jeder weiß, wenn man mehrere Stunden im Auto mit einem fremden Menschen zusammensitzt und entwickelt mit denen einen Draht, und es ist nicht gerade immer Dödel, ja, dann kommt es zu einer solchen Intensität der menschlichen Bindung, die unglaublich ist, ja. Und so, jetzt ist er eingefahren in Berlin und es sagt zu mir, darf ich Ihnen einen Gefallen tun? Ja. Und ich natürlich bescheiden und wie so einer aus der Zone war, ja. Ich bringe Ihnen was aus West-Berlin, was Sie, wenn Sie etwas haben wollen, sagen Sie mir das. Ja, so in der slawischen Sprache. Ja. Bitte sagen Sie mir, was wollen Sie aus West-Berlin haben? Ich bringe Ihnen das. Da glaubst du selber nicht dran, dass er aus West-Berlin nochmal hier rüber kommt, die Zone, und dir da was bringt. Ja. Aber so vorsichtig gesagt. Also, wenn Sie eine Fotofachzeitschrift sehen würden, ja. Aber jetzt nicht, sondern eine Fotofachzeitschrift, die also ich verstehe, ja. Ich meine, es war ja immer ein Bauingenieur, dem musste das nicht zweimal sagen, was eine Fotofachzeitschrift ist.
Ich komme, wo wollen wir uns treffen? Ich sage, mir fiel da wirklich nichts anderes ein. In meinem Stammcafé Lindencorso unter den Linden Ecke Friedrichstraße. Das ist mein Stammcafé, da bin ich immer, wenn ich in Berlin bin. Und wann ist es? Wann ich kann Nachmittag kommen? Gut, sage ich. Dann sagen wir doch eine Zeit. Ich weiß nicht, was das war. Sagen wir mal 15 Uhr. Ich sage, wer in das 15 Uhr? Ja, ich komme in 15 Uhr. Gut. Also auf Wiedersehen, ich habe keine Zeit. Ich muss fahren. Weg war er. Ja. Ich dachte, nee, nee, nee. Also das kann nicht. Das geht. Der kommt nicht. Ja. Und, warte mal, am gleichen Tag oder am nächsten? Nee, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob das am gleichen oder am nächsten Tag war. Siehst du, so hast du dann Lücken. Die kannst du nicht füllen. Erinnerungslücken. Kurzum, ich sitze um 15 Uhr in meinem Lindencorso, wie immer an meinem Stammtisch, Stammplatz, Stammtisch gab es da nicht. In einem Café gibt es überhaupt keinen Stammtisch. So. Um 15 Uhr steht mein Serbe vor mir mit einer Tüte in der Hand und überreicht mir die Tüte. Schwer. Papier ist ja immer schwer. Da mache ich die Tüte auf. Da guckt mich ein Stapel Fotofachzeitschriften an. Leute, die haben ein Vermögen gekostet. Ja. In damaligen, also, nicht? Also für mich eine Erbauung, informiert zu werden über den neuesten fachfotografischen Stand der Bundesrepublik und weltweit. Menschenskinder, wir haben uns so herzlich begrüßt und da überreicht mir die Tüte mit dem Geschenk und bedankt sich noch einmal für die nette Begleitung. Die hätte ihm doch die Fahrt sehr erleichtert und es wäre nicht so eintönig gewesen, da er ja von Belgrad kam und also viele Stunden alleine gefahren war. Ja? So hat sich das ergeben, so eine kurze, freundliche, liebenswürdige Begegnung. Ja? Und da ist der extra sein Geld ausgegeben. Hier, das war nicht billig. Und Fotozeitschriften, Fachzeitschriften sind immer teuer gewesen. Und sind sie auch heute noch. Und kommt der dann in das Ostberlin noch einmal rüber, muss die ganze Prozedur des Grenzübergangs noch einmal übersehen. Na, so schlimm wird die Prozedur nicht gewesen sein, denn als Mitarbeiter einer Baufirma, da haben die natürlich dann durchgewunken. Ja. Das ist ja kein Tourist gewesen, sondern der hat in West-Berlin gearbeitet. Da gab es Sonderbestimmungen und da hat man denen das schon erleichtert. Aber immerhin, es ist ne nervig für ihn gewesen, hier nochmal darüber zu kommen, Ost-Berlin, ja, wegen der unbedeutenden Laufwege, der Rotzlöffel, der da die Zeitschriften haben will. Er hatte mich so gefreut, hat sich mir ganz, ganz tief eingebrannt. Nur mal so nebenbei noch und damit beschließe ich eigentlich meinen Stream an der anderen Ecke über die Friedrichstraße drüber, ja, auch Ecke Linden, Friedrichstraße, aber die andere Ecke, da war ein riesiges Geschäft für Meißner Porzellan, wo man also Meißner Porzellanservice in fünfstelligen D-Mark-Beträgen kaufen konnte. Ja? Was war ein 24-teiliges Hochzeitsservice aus dem 9. 18. Jahrhundert? Was war etwa 15.000 D-Mark? Unglaubliches Zeug, nicht? Um den Touristen und Besuchern das Westgeld aus der Tasche zu ziehen. Das heißt, das ist nicht ganz korrekt gesagt, denn die haben für ihr Westgeld, weiß Gott, was Herrliches bekommen, was Wunderbares bekommen, nicht? Und da kann man also nicht davon reden, eigentlich von aus der Tasche ziehen. Also die haben, wenn die so ein Stück Meißner Porzellan mitgenommen haben, wo dann auch an der Grenze keine Schwierigkeiten, damit dann die Unterlagen dazu gab, da gab es keinerlei Schwierigkeiten an der Grenze. Zack, da war es das, gell? So, jetzt schlage ich einen abrupten Bogen.
Das war das letzte Erlebnis, was ich hier rüberbringen wollte. Mein letzter Besuch in Berlin war im Jahre 1992. Und ich werde darüber nichts sagen. Ich möchte nur eins sagen. Die Überschrift hieß ja, wie wir uns erinnern können, Berlin, meine Stadt. Und ich kann sagen, das Fazit ist, Berlin ist nicht mehr meine Stadt. Aber das ist ein anderes Thema. Das gehört jetzt nicht hierher. Titel war, als Berlin noch meine Stadt war. Und in diesen beiden, ja, ich muss ja fast sagen, Vorträgen, denn es hat sich ja nun wirklich ausgewachsen hier, hat ja keiner eine Chance gehabt, hier irgendwas rein. Ich habe auch den Chat nicht im Blick im Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Also, warum Berlin inzwischen nicht mehr meine Stadt ist, hat seine guten Gründe, die kommen jetzt aber hier nicht mehr vor, wird nicht thematisiert und ich werde auch im Chat auf Rückfragen dieser Art nicht eingehen. Ich bin am Überlegen, ob ich daraus einen eigenen Stream mache, bin mir dann noch nicht sicher oder ob ich es damit gut sein lasse. Denn diese Gedanken, sowohl der Kindheit als auch der Jugend, sind sehr, sehr positiv, was die Stadt Berlin anbelangt. Und ich möchte mir diese Gedanken nicht trüben durch andere Gedanken, die leider inzwischen auch bei mir eingezogen sind. So, und jetzt gehe ich zurück zum Stream und gucke mir an, was sich da getan hat. Ich bedanke mich recht herzlich, meine Lieben, Axel, IP. So, warte mal. Hier ist wieder dieser Typ drauf, den ich eigentlich gebeten hatte, den mein Kanal hier nicht mehr am Chat teilzunehmen. Der bleibt vollkommen ungerührt und lässt sein Zeug hier ab, aber ich werde ihn ignorieren. So, Jan hat, lass mich zurückgehen, seit seinem letzten Eintrag, denn mal ran an den Speck, schrieb er noch. Und dann hat er sich leider nee, noch einmal kündet, ihr bitte einfach ruhig sein und nicht vom Thema ablenken. Ich will Wölfi nämlich gern zuhören. Jan, ich bedanke mich recht herzlich und sage noch mal hier an den ungebetenen Gast, bitte entfern dich hier. Ich möchte dich nicht hier auf meinem Kanal haben. Und du wirst ja gemerkt haben, wenn du nicht ganz stumpfsinnig bist, dass ich auf deine Beiträge überhaupt nicht eingehe. Und ich bitte auch die anderen Teilnehmer, das nicht zu tun. Ich dulde nicht, dass man hier meinen Kanal sozusagen sabotiert und kaputt macht. Jeder konstruktive Beitrag ist mir recht. Aber dieser Typ ist nicht konstruktiv und deswegen hat er bei mir keine Chance. Ich habe ein Gespür für solche Leute. So, Alpenpanorama, ich grüße dich auch nochmal ganz besonders. Und Axel hat gesagt, hallo Klaus, hallo Axel, die beiden mögen sich, siehst du? Ja, natürlich habe ich geraucht zu dieser Zeit, Alpi, na wie ein Schlot, Mensch. Da hast du meinen ersten Tritt nicht mitgekriegt, wo ich voller Begeisterung die ganzen tollen Zigarettensorten aufgezählt habe. Ich habe die teuerste Zigarettensorte geraucht in der DDR, Duett hieß die.
sündhaft teuer waren die, ja. Aber sag mal, wenn schon, habe ich mal gesagt, wenn du schon deine Lunge kaputt machst, dann aber auf sanfte Art und Weise, gell? Ja. Inwieweit Leipzig Halle mehr frequentiert ist, weiß ich jetzt nicht, auf was du dich da beziehst, IP. Der ist krank, ja, da. Wenn ich das sehe, der ist ja unglaublich, ja. Der gehört in Klapsmühle. So, also, du bedankst dich, ja. Impressionen kann man das nennen, in der Tat. Albi, ich erhebe keinen Anspruch hier, ein wandelndes Geschichtsbuch zu sein. Ja. Das ist wirklich der Jan und das steht außer jeglichen Zweifel. Und weil auch der Jan angekündigt worden ist von Carlo, von Tiedemann, der hat mir also den Jan angekündigt. Und deswegen gibt es daher kein Vertun, ja. Ja, was meinst du mit einem Entweder-oder-Spiel? Aha, na dann sag mal Kartoffeln oder Nudeln. Jetzt oder Ruck, beides. Beides gleichermaßen, IP, beides. Das eine tun, das andere nicht lassen. Du siehst ja hinter mir das Bild von Miles Davis, ja? Und wenn, das dürfte dir nicht, warte, ich blende mal die andere Kamera ein. So, hier siehst du ja, hinter mir, ja? Miles Davis, das ist Jatz, ja? Und der Name ist Stevie Winwood. Absoluter Rocker. Oder zum Beispiel hier in der Kamera 1, da kannst du also erkennen, warte, kleinen Momentchen. Miles Davis als Jatzer und hier Deep Purple, der absolute Rocker und Elvis Presley. Ja? Und daneben aber auch Michael Jackson. Ich bin offen nach allen Seiten, mein Lieber. Film oder Foto, beides. Film und Foto. Gehören zusammen wie Zwillinge. Beides nicht. Weder Alpenpanorama noch Wetterpanorama. Tut mir leid, mein Lieber. ARD oder ZDF? Weder noch. Na, wo bleibt die nächste Frage? Also ich glaube, IP und Axel, warte mal, lass mich mal gucken, ihr beiden seid jetzt hier, ihr seid jetzt hier neben den Freunden, die also leider Gottes nicht mitspielen können, weil sie bei YouTube keinen Account haben, die aber wahrscheinlich zuhören, die grüße ich auch noch einmal recht herzlich. Ich schlage jetzt vor, den Tritt noch mal neu zu starten, Alpenpanorama und Axel. Ja, Sekt oder Selters, sagt der Axel jetzt auf die Frage. Und dann schlage ich vor, Alpenpanorama, dass wir dieses Frage- und Antwortspiel sofort wieder beginnen. Ich will aber deswegen jetzt den Stream hier beenden, dass der mir nicht kaputt geht. Es wäre mir zu schade, wenn der aus irgendeinem Grund technisch nicht wiederzufinden wäre oder irgendwo abkackt hier, ja. Und das ist ja vor kurzem leider passiert. Also meine Lieben, ihr beiden jetzt konkret, auch die anderen Zuhörer, die Aufrufer, viert gleichzeitige Zuschauer jetzt, die ich auch bitte hier den Kanal noch einmal neu anzuwählen, noch mal aufzurufen. Den Stream mache ich jedenfalls jetzt erst einmal dicht, damit er mir erhalten bleibt und nicht kaputt geht. Ja? Also ich beende hier mit dem Stream und eröffne den danach neu. Bis gleich.